Willkommen zurück zu Part Nummer 11. Ja, ich habe beim Aufnehmen gefailt, deswegen ist der nette Kollege hier schon tot. Allerdings kann ich vorwegnehmen, dass der Kampf nicht wirklich schwer war. Wir haben den ohne Probleme umgehauen. Oder ich, besser gesagt. Dann hier unten noch die paar Gegner. Es waren zwei Hunde und so ein normaler kleiner schwacher Soldat. Alles kein Thema gewesen, gab nur ein paar Seelen. Der Henker, da spawnt nicht neu, oder Schlachter oder was auch immer. Aber da es eh nur ein relativ schwacher Gegner ist, macht das gar nichts. Dann haben wir den Typen hier noch befreit, der gar nichts weiter gesagt hat. Insofern habt ihr jetzt nicht so viel verpasst. Natürlich ein bisschen, aber nicht allzu viel. Tut mir natürlich leid. Und, ach so, hinter dem Schlachter, hinten ist noch ein. Okay. Es macht gar nichts, dass wir den Schlachter eben verpasst haben. Weil hier jetzt noch einer gerade gekommen ist, den ich total vergessen habe. Und wie ihr seht, hält der Typ nichts aus. Zuschlagen, dodgen, zuschlagen, dodgen. Ja, vielleicht sollte man auch dodgen, wenn man es sagt. Und das war's auch schon. Mehr kann der nicht. 1000 Seelen und seinen Sack, den man als Helm benutzen kann. Das werde ich nicht machen. Sieht nämlich ultra hässlich aus. Und ist die Tür hier verschlossen? Nein, die ist offen. Wir gehen jetzt weiter. Hier ist natürlich wieder mal eine sehr fiese Stelle, denn da oben an der Decke hängt so ein Teil. Und wenn wir hier jetzt hingehen, kommt das runter. Ich weiß gar nicht, ob man dem ausweichen könnte. Und aua, 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 aua. Suboptimal. Allerdings kann das Ding ansonsten auch nichts. Also wenn sie von der Decke fallen und sich da festsaugen, dann machen die echt viel Schaden. Aber so auf dem Boden können die nichts. Sie können manchmal ihre Stacheln ausfahren. Aua. Ihre Stacheln ausfahren. Und dadurch ein bisschen Damage machen. Das war's dann aber auch. Wenn man sie die ganze Zeit angreift, wehren die sich auch überhaupt nicht, soweit ich weiß. Und jetzt gucke ich hier immer an die Decke. Ein bisschen Angst, weil das doch ganz schön viel Schaden gemacht hat gerade. Und hier ist. Ah, da hängen sie schon wieder. Ah, was ist hier hinten? Gar nichts. So. Waffe zweihändig. Und ich wechsle mal die Waffe, vielleicht macht die ein bisschen mehr Schaden. Und ich sammle erstmal das hier auf. Eine grüne Scherbe. Ne, die macht auch keinen Schaden. Dann nehme ich lieber die andere. Und da macht. Okay, das waren nicht die Stacheln, sondern irgend so eine. Ich werfe meinen Körper auf dich, Attacke. Allerdings auch nicht gefährlich. Da ist schon der nächste. Da hilft es automatisch an. Wir sehen natürlich ein bisschen. Oh, es sind sogar drei. Eklige Viecher. Ja, da hinten kommt nicht. Okay. So. Ah, diese Gegner sind ein bisschen langweilig, weil sie auch einfach gar nichts können, eine Menge aushalten und eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, wozu sie überhaupt da sind, zum Seelenfarmen vielleicht. Ist natürlich aber nervig, dass sie jedes Mal neu spawnen. So, den hier jetzt. 4000 Seelen. Und. Ah, hier haben wir unseren Master Key benutzt. Sehr schön, denn hier hinten ist das nächste Bonfire. Mit einer Nachricht, die besagt: Need Soldier. Okay. Anzünden. Resten wir oder resten wir nicht? Wir resten nicht in der Hoffnung, dass wir gleich nicht sterben und rennen jetzt erstmal wieder zurück. Und zwar möchte ich dann den anderen Weg nochmal gehen.
hinter dem Schmied entlang, wo die richtig bösen Gegner kommen. Was heißt böse? Die sind relativ schnell tot, allerdings verfluchen sie einen. Wofür ich zwar das Item gekauft habe, aber es ist nur eins gewesen, oder? Ich glaube, ich habe nur eins. Das heißt, wir können uns einmal erlauben, verflucht zu werden. Ja, nee, nicht das Item. Hier, es ist wirklich nur eins. Einmal können wir uns erlauben, verflucht zu werden und danach haben wir ein Problem. Denn dieser Fluch, zum einen stirbt man und zum anderen, wenn man dann wieder aufersteht am Bonfire, hatte man nur noch die Hälfte der maximalen HP. Also man hat maximal danach noch die Hälfte seiner maximalen HP, egal wie viele Flashstellen man benutzt. Und ja, genau, hier sind wir richtig. Da ist nämlich eine riesige Ratte. Allerdings haben wir hier oben natürlich den Vorteil, dass wir... Kommen wir da drüben irgendwie hin? Ja, hier rum. Dass wir nämlich auf sie raufspringen können. Mit der Attacke, die ich gegen die Black Knight so gerne benutzt habe. Um zu schummeln. Spider Shield. So. Und, ja, die ist so gut wie tot. Sie ist tot. Nicht so schwer, dieser Gegner. Dafür, dass er so riesig ist. Eine Humanity bekommen. Also noch mehr Ratten. Sewer Chamber Key. Das ist, glaube ich, der Key, den wir beim Bonfire gebraucht hätten, wenn wir den Master Key nicht gehabt hätten. Das haben wir uns jetzt natürlich hier erspart. Und gibt's hier unsichtbare Wände? Unsichtbare Gänge, besser gesagt. Geheimgänge. Zerstörbare Wände, so rum. Gehen wir jetzt hier längs? Oder gehen wir da hinten längs? Ich glaube, wenn man da hinten lang geht, kommt man an diesen Fröschen, ich weiß gar nicht, wie genau die heißen, auf jeden Fall an den Fröschen vorbei. Allerdings sind hier noch Items. Hier ist so eine Ratte. Und wenn ich mich recht erinnere, sind hier aber... okay, ich nehme eine andere Waffe in diesen schmalen Gang. Dafür haben wir die ja. Sind hier Fallengruben, ja, oder wie auch immer, einfach Löcher im Boden, wo ich mich nicht so gerne reinfallen möchte. Und da vorne zum Beispiel. 5000 Seelen. Und nochmal zwei riesige Ratten. Dann kann ich mich... Drei riesige Ratten. Und ein Zauberer. Nee, da möchte ich jetzt noch nicht hin. Ich möchte... ich glaube, ich möchte hier auf die andere Seite springen. Okay, es hat geklappt. Hier geht's wieder nach oben. Zu Ratten. Ich glaube, hier sind wir in der Nähe vom Bonfire. Noch nicht Humanity. Diese Ratten droppen relativ häufig Humanity. So. Oh, genau. Diese Ratte, die sich da drin versteckt. Die fiese Ratte hier. So. Hier geht's, glaube ich, Richtung Bonfire. Und da wir den Boss hier noch nicht besiegt haben, bekommen wir natürlich auch einfach so Humanity zwischendurch. Drei Tränke noch. Ja, das dürfte reichen. So. Oh, die ist schon tot. Eine Großaxt. Ist, glaube ich, eine stärke Waffe. Mal nachgucken. Ich glaube, Äxte sind alle stärke Waffen. Ja, genau, C. Ich weiß gar nicht, ob ich das erklärt habe mit den Skalierungen. Also je höher der Buchstabe, also ein A ist die beste Skalierung. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es vielleicht noch S als Skalierung gibt. Das wäre noch besser als A. Auf jeden Fall ansonsten ist A die beste Skalierung und E die schlechteste. Ich glaube nicht, dass es F gibt. Und dieser Bogen skaliert logischerweise auf Geschicklichkeit mit A und Stärke nur D. Und wo habe ich die? Ach, das sind diese Small Shields. Ah, stimmt, den Sprint Shield haben wir gerade noch bekommen.
Der ist 100 Physical Resistance. Der hat 62 Physical. Der Schild, den wir momentan haben, 66. Das heißt, der ist dann doch schon besser. Uniquely shaped with a large black spider etched upon it. Has resistance to poison. Das ist natürlich nicht schlecht hier unten. Den werde ich gleich mal ausrüsten. Und im vorletzten Part haben wir ja Havel besiegt, den Steintypen. Danke nochmal an den Hinweis, dass der Havel heißt. Deswegen sollte man sich auch die Items durchlesen. Havels Ring, gut am Apostroph zu erkennen, gehörte natürlich Havel oder Havel, wie auch immer. Und man kann sich hier das natürlich durchlesen. Und hier steht sogar: This ring was named after Havel the Rock, also dem Typen, den wir umgehauen haben. Und das war der Kollege quasi von Lord Gwyn. Also so kann man auch die Lore rausfinden. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die Lore von dem Spiel rauszufinden, die Item-Texte die ganze Zeit durchzulesen. Steht natürlich bei jedem Ring, bei jedem Item irgendwas dabei. Und ja, mal sehen, ob ich das dann in Zukunft machen werde, wenn ich es nicht verplan. Ich denke mal, dass ich die Items in Zukunft dann nochmal vorlesen und übersetzen werde für die Leute, die es vielleicht nicht ganz so verstehen. Und Need Blocking. Hier oben sind wir, glaube ich, beim Bonfire, genau. Hier sind wir beim Bonfire. Ich habe nur noch drei Flaschen, das heißt, ich werde mich jetzt erstmal hinsetzen. Und kindeln, denn wir sind hier relativ nah am nächsten Boss und dafür brauchen wir natürlich Humanity. Allerdings, aufleveln vorher geht noch nicht, das heißt, wir brauchen noch Seelen. Eine kleine Seele. So, die hier. Und zweimal Humanity. Ich glaube, ich lege mir die Humanity einfach auch mal auf den Quickslot. Das Ding werden wir nicht so häufig benutzen müssen. 9 Stück plus 2x2, 13 Humanity plus eine Humanity habe ich sogar noch. Also Humanity haben wir momentan echt genug. Und benutzen. Dann einmal die Hülle umkehren, damit wir wieder ein bisschen besser aussehen und invaded werden können. Und dann einmal kindeln. So. Diese Wände hier sehen auch alle so ultra komisch aus, untenrum, weil es so leuchtet, aber so, das müssten eigentlich alles normale Wände sein. Das ist nur irgendein Schleim oder so, der das Feuer ganz komisch spiegelt. So, hier ist der Kumpel wieder. So. Und jetzt gehen wir hier lang. Okay, von der anderen Seite aufmachen. Das heißt, wir müssen hier rum die Kiste kaputt backen. Ach, jetzt sind wir wieder bei den Ratten hier. So. Alles Humanity hier. Oh ja. Also damit können wir uns momentan totschmeißen. Beziehungsweise eigentlich schon das ganze Spiel lang. Ambush. Oh ja, die Ratte. Danke für den Hinweis. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da hinten hinkommen. Ob wir hier lang müssen? Es könnte sein, dass wir hier lang müssen. Und bei den Fröschen vorbei. Ich weiß auch nicht, ob man ob in diesen, was auch immer das sind, ekligen, komischen Felsdingern da, also Felsen ist das ja nicht, ob da irgendwas drin sein kann. Ich denke mal eher nicht, dass das nur so ist wie die Fässer und hier ist Nebel. Das heißt, dahinter ist
Entweder ein Boss oder so eine. Ah, es muss nicht sein. Der Boss ist hier eigentlich nicht. Oder ist hier ein anderer Weg zum Boss? Ah, okay. Wir sind bei diesem Typen hier. Der jetzt da unten die Ratten gerade erstmal hochbufft. Okay. Oder auch nicht. Die leuchten nicht, das heißt, die sind relativ schwach, so. Okay, also der Widerstand gegen Gift mit dem Schild hier ist echt nicht schlecht. Und es war gut, dass wir erst hier oben waren. Hier unten kommt nämlich der nächste Boss. Und dieser Heini hier oben, den wir gerade umgelegt haben, der hat Fernkampfangriffe. Und der schießt die während dem Bosskampf auch einfach mal runter. Das heißt, es ist wesentlich schwerer, wenn der Kerl noch lebt. Der spawnt natürlich nicht neu. Ich weiß nicht, ob die jemals wieder neu spawnen, diese Art von Gegner, oder ob die immer weg sind, wenn man die einmal gekillt hat. Also ich gehe mal davon aus, dass sie noch häufiger kommen werden. Weil sie waren jetzt ja auch schon häufiger im Spiel. Na, hier ist natürlich nichts. Also das heißt häufiger, das war jetzt das zweite Mal, glaube ich. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sie später noch häufiger kommen werden. Hier waren wir eben schon. Allerdings sind wir hier über das Loch gesprungen. Oder sind wir runtergefallen? Wir sind ins Loch, wir sind rübergesprungen. Und hier unten geht's dann nämlich. Ich habe nicht aufgelevelt, okay. Und da sind diese fiesen Frösche. Ah, hier waren wir eben noch schon, oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Diese fiesen Frösche. Wenn man die schnell umlegt, ist das überhaupt kein Problem. Und wenn sie einzeln kommen, ist das auch kein Problem. Allerdings machen die solche Giftwolken. Und aus den Giftwolken muss man schleunigst rausgehen, weil man sonst halt verflucht wird, wie schon erwähnt. Trank. So, und da macht er diese Wolke. Ich weiß gar nicht, ob die normal angreifen oder ob die nur diese Wolken machen. Und hier ist auch so ein Typ. So sieht man aus, wenn man. Okay. Ich habe den gerade nur gehört. So sieht man aus, wenn man verflucht wird. Und ich weiß nicht, ob man den kaputt machen sollte. So, also man kann das auf jeden Fall kaputt machen. Okay. Jo. Eieiei. Würdest du bitte aufhören? Diese. Okay, mit der ist er auch nicht One-Hit. Schade. Die waren eben noch nicht da, oder? Oder habe ich die noch nicht gesehen? Und der ist da unten. Ah, da, ach so, da fällt man runter. Ich dachte, da wäre eine Schräge oder so, wo man hoch kann. Aber da ist noch einer. Ich würde jetzt eigentlich gerne erstmal aufleveln gehen. Bevor ich hier noch verrecke. 9.300 Seelen. Ist natürlich wieder ein Loch. Wo ich fast reingefallen wäre und dann reingerollt bin, weil das Springen, ich finde diese Steuerung vom Springen total bescheuert. Das Spiel pausiert auch nicht, wenn man hier im Menü ist. Das heißt, man muss immer ein bisschen aufpassen. Ah, wenn man den Ring hier benutzt, heilt man sich immer ein kleines Stückchen, wenn man Gegner umbringt. Finde den Ring nicht so nützlich. According to legend, this ring contains the spirit of the evil eye. Ah, also der Ring. Dem Ring ist der Geist vom bösen Auge enthalten, einem dunklen Biest, das Astora angegriffen hat. Ich werde ihn nicht benutzen, weil die Gegner hier sowieso nicht so schwer sind. Das einzige Problem ist halt das Verfluchen. Und da unten ist diese Fluchanzeige. Wenn die voll ist, die ist ziemlich klein. Und wenn die voll ist, werden wir verflucht und sind, ja, tot. Sofort. Und spawnen halt nur noch mit halbem HP. Was echt nicht so geil ist. Okay. Also wenn man vor ihm steht, wird man direkt verflucht. 9.000 Seelen.
Einfach weg. Und wir sind verflucht. Es steht auch nochmal da beim ersten Mal. Die HP sind halbiert. Man kann es entweder mit dem Purging Stone heilen oder von einem Heiler in New Londo, wo wir natürlich noch nicht waren. Das heißt, wir müssen jetzt das Item hier benutzen. Nein, nicht das. Den Purging Stone. So, und haben jetzt wieder das volle Leben. Die Frage ist, riskiere ich es jetzt? Gehe ich zurück und hole die Seelen? Oder lasse ich es bleiben, weil wir keine Purging Stones mehr haben? Beziehungsweise in die Richtung muss ich ja, weil wir hier nicht durchkommen. Ich habe keine Wahl. Allerdings muss ich ja nicht unbedingt runterfallen. Hier war die Leiter. Genau. Hier sind die Ratten wieder. Humanity? Nein. Im absoluten Notfall kann man die Humanity auch benutzen, um sich zu heilen. Wenn man dann drauf geht, verliert man die Humanity natürlich. Man kann sie sich aber wiederholen, allerdings das Problem ist meistens nicht die Anzahl der Tränke, die man noch übrig hat, sondern eher, dass man nicht die Zeit hat, sich zu heilen, weil der Gegner einfach zu häufig angreift. Deswegen nützt das nicht ganz so viel. Und jetzt kommt das. Also hier unten ist wirklich das Problem mit der Karte, die man nicht hat. Also ich finde es hier relativ verwirrend, weil alles mehr oder weniger gleich aussieht. Und es ist halt so ein typisches Kanalisationslevel, wie es in vielen Rollenspielen vorkommt. Viele Gegner, verwirrend, alles sieht gleich aus. Allerdings soll uns das jetzt erstmal nicht stören. So. Wo lang? Ach so, oh, das ist ein Gegner. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So. Machen wir natürlich auch gar keinen Schaden. Ich bin ganz froh, dass wir hier diese Stichwaffe haben. Wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten wir jetzt an dieser Stelle ein Problem gehabt. Weil wir einfach an den Wänden sonst immer hängen bleiben würden. Hier ist wieder ein Loch. Und genau das Problem mit dem Springen. Also diese Steuerung, ich spiele ja schon mit dem Gamepad, was die Sache eine ganze Ecke einfacher macht. Okay, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Ich glaube, ich renne hier einfach durch und mache die Zielvisierung aus. Schaden macht das Zeug nicht. Allerdings sind hier ziemlich viele Gegner. Und ich weiß nicht, wo der richtige Weg ist. Und ich sehe nichts und die haben mich geblockt. Ah, deswegen hasse ich die Kanalisation. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Weg geht. Wenn nicht. Also wir haben jetzt nur noch halbe HP. Das wird jetzt echt problematisch. Zumal wir 6000 Seelen brauchen, um das Item nochmal neu zu kaufen. Wo ich noch nicht mal weiß. Ja doch, den Weg hier zurückgehen. Dann kommen wir zu dem Item, was wir uns kaufen können. Allerdings, wenn wir sowieso nur halbe HP momentan haben, würde ich lieber nochmal versuchen, da durchzugehen und die Tür aufmachen, damit wir dann von der Seite hier da durchgehen können. Und ich habe den Gegner hier schon wieder vergessen. Schaden machen die, wie gesagt, nicht. Jetzt habe ich auch nichts zu verlieren, das heißt, ich kann einfach raufgehen. Beziehungsweise Schaden machen sie schon, aber nicht, wenn sie ihre Wolken da einsetzen, sondern nur, wenn sie einen wirklich direkt angreifen.
So. Ah, jetzt funktioniert es natürlich. Ja. Ach so, jetzt sind wir hier. Wo geht's hier lang? Also wie gesagt, ich komme hier gerade überhaupt nicht klar auf das Level-Design. Obwohl das Level-Design an sich natürlich ohne Frage richtig, richtig gut ist. Hier war die dicke Ratte. Und wir sind auf der Seite hier nicht runtergegangen. Das heißt, ich werde das jetzt mal machen. Und wir sind... ich glaube, man hätte abspringen können. Wäre auf die andere Seite gekommen. Wir sind jetzt schon wieder bei diesen Kollegen hier. So, das haben wir schon mal überlebt. Da hinten ist eine Ratte. Nein, da sind mehrere Ratten. So. Weg mit denen. Kisten. Okay, es kommt keine Ratte raus. So. Wo sind wir jetzt? Wir sind auf der anderen Seite und wir sind genau da, wo man die Tür aufschließen kann. Das heißt, ich hätte gar nicht darunter gemusst. Ach. Das ist, ja, ich spiele nicht blind und stelle mich so an, als wenn ich blind spielen würde. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal ein paar Seelen farmen, beziehungsweise wir haben gar keine Wahl. Wir müssen jetzt erstmal Seelen farmen, weil wir halt die, ich nehme die andere Waffe, die 6000 Seelen brauchen, um uns das Item leisten zu können. Weil mit den halben HP werden wir den Boss definitiv nicht schaffen. Definitiv nicht. Da oben hängt wieder einer. Na? Ist das überhaupt einer? Ja, doch, der glitscht sich durch die Wand, da ist einer. Natürlich. Zum Seelenfarmen sind die natürlich nicht schlecht. 100 Seelen für einen Gegner, der sich nicht wehrt. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist. So. Die Ratten hier wehren sich auch nicht. Wahrscheinlich, weil sie wissen, dass wir stärker sind als sie. Sie sind ja One-Hit. Und das sind Ratten. Feige Ratten. So. Du rennst hier hoch. Zum Boss, wo wir jetzt natürlich nicht hinwollen. Jetzt sind wir hier wieder beim Boss. Allerdings würden wir hier auch runterkommen. Genau dahin, wo der Boss dann im Endeffekt auf uns wartet. Und hier ist noch ein Händler. So, Purchase. Bei ihm hier können wir für 1000 dieses Resin kaufen. Würde uns beim nächsten Bosskampf helfen. Allerdings probiere ich es erstmal ohne. Die Box wieder. Hier kann man dann auch noch die Crystal-Waffen und Schilde kaufen. Oder den einen Schild. Die Waffen sind relativ stark. Allerdings kann man sie nicht reparieren und sie haben wenig Haltbarkeit. Pfeile. Und Rüstung ohne Ende. Für 10, 15.000. Und die wiegt Tonnen. Ancient Land of Xena. Alles, eieiei, teure, teure Items. Hat er ansonsten noch was zu sagen? Joa. There'll be more in store for us. Someday. Sometime. Kommen wir hier durch? Nee, ist verschlossen. Hier kommen wir also auch nicht mit dem Master Key durch.
So, der Part ist jetzt allerdings schon wieder vorbei. Uns fehlen noch 4500 Seelen, gute 4500 Seelen. Und ich würde sagen, wir farmen die einfach beim nächsten Mal. Ich werde das jetzt nicht offscreen machen. Und kaufen uns dann das Item und gehen dann direkt zum Boss, ohne nochmal unten zu diesen mörderischen Fröschen zu gehen, die ich inzwischen echt nicht mehr leiden kann. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und bis zum nächsten Mal.